So, meine lieben Freunde, damit herzlich willkommen zurück zu Silent Hill Teil 2. Es geht weiter. Ich muss mal ganz kurz minimieren, Leute. Tut mir sehr leid. Aber ich muss einmal ganz kurz... testen. Irgendwie ist meine Stream Deck Software extremst weird. Es geht nur, wenn ich es offen habe. Also das Fenster offen habe. Wenn ich es minimiere, geht es nicht mehr. Ich weiß nicht warum. Aber was wäre ein Projekt ohne Probleme? Geht nicht. Tut mir leid, Leute. Ich kann leider meine Cam nicht ausschalten oder mich muten. Oh nein. Es ist zu dunkel, ich kriege die Karte zu lesen, ja toll. Alter, bist ja die Waffe mal bereit gemacht hat, ne? Oh ja. Aber wir müssen uns eine andere Waffe holen, ey. Are you okay? Angela, relax. Don't order me around! I'm not trying to order you. So what do you want then? Oh, I see. You're trying to be nice to me, right? I know what you're up to. It's always the same. You're only after one thing. No, that's not true at all. You don't have to lie. Go ahead and say it. Or you could just force me. Beat me up like he always did. Denk dran, Leute. Symbolik. Guckt euch den Raum an. You disgusting pig. Dann könnt ihr euch
denken, was passiert ist mit der, wenn das ihr Vater sein soll. Angela. Don't touch me! You make me sick! You said your wife Mary was dead, right? Yes. She was ill. Liar! I know about you. You didn't want her around anymore. You probably found someone else. That's ridiculous. Yep. Gut. Sein Gesicht ist mit einem Blatt Papier bedeckt. Darauf steht etwas geschrieben. Dieser Mann wurde wegen Betrugs gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Diebstahls gehängt. Recht und Rache wurden damit Genüge getan. Dieser Mann wurde wegen Brandstiftung gehängt. Recht und Rache wurden... Dieser Mann wurde wegen Mordes gehängt. Dieser Mann wurde wegen Entführung gehängt. Dieser Mann wurde wegen Fälscherei gehängt. Nur der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Ziehe fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir auf die wunderlichste Weise zuteil werden. Rätsel. Der Griff kann erst gedreht werden, nachdem die Handschellen abgenommen wurden. Ja, es ist natürlich auch wieder die Frage, wer... ist der echte Schuldige. Aber bevor wir das machen, Leute, speichern wir erstmal eine Runde. Wir schätzen jetzt einfach. Viel mehr können wir eh nicht machen. Da hängt ein Seil von der Decke. Was soll schon passieren? Ja, als sterben können wir eh nicht. Wird schmerzhaft. Warte, ich glaube, wir müssen zurück. Wir waren anscheinend doch nicht richtig. Thank you.
Wisst ihr was, Leute? Ich glaube, wir laden mal neu. Bevor wir jetzt hier die ganze Zeit Gegner besiegen müssen. Also die ersten zwei waren schon mal nicht. Der ohne Sünde ist, kann dir hier helfen. Hier fälschlicherweise am Seil eines Kriminellen und deine Belohnung wird dir. Tote Männer baumeln in dem Baum. Wie viele tote Männer sind da anzuschauen? 6. Die Zungen blau und das Gesicht aschgrau, wie sie sich drehen und wiegen, oh schau. Der erste ermordete den Metzgermann. Riet ihn in der großen Falle, dann serviert ihn seinen hungrigen Gästen und gab auf deren Bitten Nachschlag zum Besten. Also kann das der erste schon mal nicht sein. Der nächste mit Lachen und Zuckerwerk. Stahl, arme Kinder von den Straßen am Berg, an Männer in gar widerlicher Kleidung verkauft er die Braven als deren Sklaven. Dann kann der das auch nicht sein. Der Dieb brach ein in ein Haus bei Nacht und hatte einen bösen Schreck. Der Tropf. Am Morgen ist er im Gefängnis erwacht, denn er hatte sich mit Bier gefüllt den Kopf. Den Kropf. Dann ist er wahrscheinlich besoffen irgendwo eingebrochen, aber ja, ich weiß es nicht. Letzten Endes ist es ja Einbruch und immer noch kriminell, ne? Auch wenn man jetzt besoffen ist. Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tand, aber der Regen war sein Verderben. Die Tinte ran, sein Leben liegt in Scherben. Der Künstler mit der sicheren Hand malt Geldscheine jetzt für Pfand und Tand. Ja, aber dann ist das ja auch, wenn der fälscht, also wenn der fälscht, ist es ja auch kriminell. Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient. Mit dem Versprechen eines großen Ertrags nahm er Gold, das er nicht verdient, des Tags hortet und packt es vor, zur Sacht verschwand, still und Nacht. Asche verbrannt zwei Häuser und es ist jetzt der Brandstifter zu Asche verbrannt zwei Häuser und ein Haus. Der Sheriff weiß nicht ein noch aus. Sieht einen Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn. Das ist es. Der Sheriff weiß nicht ein noch aus. Sieht einem Fremden in der Stadt mit Vase, sperrt ihn ein und schlägt ihm platt die Nase. Der hat einfach irgendeinen mit Vase genommen und einen einfach eingesperrt. Dann ist das der Brandstifter. Also der angebliche Brandstifter. Denke ich jetzt mal. Weil wenn er einfach irgendeinen genommen hat, dann wird der das sein. Gehe ich jetzt mal von aus. Oder? Auch nicht richtig? Aber das kann doch nicht sein, ey. Der hat den einfach... Den doch einfach eingesperrt. So wie ich das jetzt mit... Ja, dann könnte es vielleicht nur wirklich der... Warte mal. Also der erste kann es nicht sein, der zweite auch nicht. Der Dieb brach ein, dann vielleicht der Dieb wahrscheinlich, weil der ist ja letzten Endes besoffen irgendwo eingebrochen. Ich hätte jetzt gesagt, wirklich der Letzte, aber. Also der Brandstifter, aber. Ja, der Dieb war's. Ich meine, gut, er ist halt betrunken gewesen, aber letzten Endes, Einbruch ist Einbruch. Aber ich hätte jetzt gedacht, gut, wenn der Sheriff jetzt irgendeinen genommen hat und den zusammengeschlagen hat und den eingesperrt hat, dann ist es eigentlich unschuldig. Des fälschlich Angeklagten. Hier liegt das Papier, das Gesicht, achso, ja, das Papier noch.
So, dann brauchen wir den Schlüssel. Warum sind wir eigentlich schon wieder so angeschlagen? Schlüssel des fälschlich Angeklagten. Schlüssel, der zu den unrechtlichen Gerichten Häftling zurückließ. Okay. Ich habe den Schlüssel des fälschlich Angeklagten benutzt. Also Leute, ich sag euch ganz ehrlich, ich bin langsam froh, wenn wir wieder draußen sind. Die ist abgeschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Maria? Maria? Maria, no! What happened to you? Auf dem Grabstein ist zu zerkratzt, um ihn lesen zu können. Hier ist eine Grabinschrift. Dieser Verbrecher trank eine letzte Flasche Bier, bevor er hingerichtet und hier zur ewigen Ruhe gebettet wurde. Ah, das ist der, glaube ich, fälschlicherweise gehängt worden ist. Ne? Zu zerkratzt. Sunderland. Mein Grab. Angela. Und bestimmt Eddie, ne? Ja. Katakombe. Walter Sullivan. Lernt euch den, also merkt euch den Namen, Leute. Der wird in einem anderen Teil nochmal wichtig. Miriam K. Verräterin. Können wir nicht. Oh, das ist kein Nebel. Oder doch? Eddie, what are you doing? What does it look like?
He always busted my balls. You fat, disgusting piece of shit. You make me sick. Fat ass, you're nothing but a waste of skin. You're so ugly, even your mama don't love you. Well, maybe he was right. Maybe I am nothing but a fat, disgusting piece of shit. But you know what? It doesn't matter if you're smart, dumb, ugly, pretty. It's all the same once you're dead. And the corpse can't laugh. From now on, if anyone makes fun of me, I'll kill him. Just like that. Eddie, have you gone nuts? I knew it. You too. You're just like him, James. Hey, I didn't mean anything. Don't bother. I understand. You've been laughing at me all along, haven't you? Ever since we first met. I'll kill you, James! And here we go again. Alter, wie schnell der nachlädt. Holy fuck. Alter, das hier sind aber mehrere Leichen. Und wir holen mal die Pistols, glaube ich, besser. Okay to kill people? You need help, Eddie. Don't get all holy on me, James. This town called you too. You and me are the same. We're not like other people. Don't you know that? Let's party! Got you. Hey. Ich direkt mal neu laden, wenn wir schon dabei sind. Kugelsichere Weste darunter oder was? Eddie? Eddie? I killed a human being. Alter.
Wollte dich angreifen. Human being. Mary. Did you really die 3 years ago? Was ist hier? Guck dir nur auf die Leute. Nur auf die Leute. Wir müssen auf jeden Fall zum Licht irgendwie, habe ich diesen gehört mal damals. Weiß nur, wo zum Fick ist das Licht. Seht ihr ein Licht? Ich sehe kein Licht. Da ist ein Licht. Da müssen wir hin. Immer näher. So Leute, wenn mich nicht alles täuscht, sind wir jetzt auch im letzten Abschnitt. Beim Hotel. Glaube ich. Ja. Und hier werden wir auch die Wahrheit erfahren. Diese Ort hat sich in den 3 Jahren überhaupt nicht verändert.
Lakeview Hotel. Und da ist auch der Lakeside Amusement Park, den wir ja noch aus Teil 1 kennen. Und da werden wir auch in Teil 3 wieder hingehen. Einer Spoiler. Wenn man es überhaupt noch spoilern kann. Das ist ein Brunnen in der Gestalt eines Vogels. Im Moment kommt da kein Wasser heraus. Ich glaube, das wird auch in naher Zukunft nicht passieren. Oh, hier ist irgendwas. Ich habe eine Spieldose, kleine Meerjungfrau. Spieldose mit einer Figur aus dem Märchen Kleine Meerjungfrau beim Springbrunnen im Garten gefunden. Kann ich nicht verwenden. Im Briefpapier steht nichts geschrieben. Okay. Foto von Mary. Ist aber noch normal. Das ist eindeutig Marys Name auf der Vorderseite des Umschlags. Okay, der Brief ist nicht mehr da. Beziehungsweise die Schrift ist nicht mehr da drauf. Seltsam. Karte. Ich warte auf dich. Waiting for you, 312. Was ist das? Zimmer 312, das ist das Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Mary, bist du hier? Oder vielleicht? Ich habe eine Karte des Hotels für Gäste. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass 312 wieder irgendwie verschlossen ist oder irgendwas davor ist. Dass wir da nicht hin können. Oh, war das? Ein Schattenbock. Jupp, weg ist der. Mr. James Sunderland, das Videoband, das Sie vergessen haben, wird im Büro im ersten Stock aufbewahrt. Gibt's nichts, was besonders nützlich aussieht. Ein Schlüssel? Zimmer 312 Schlüssel. Der Schlüssel zu dem Zimmer, das Mary und ich bewohnten. Also spätestens jetzt müsste ihm doch irgendwie was hier komisch vorkommen, oder nicht? Das Schloss ist wohl kaputt. Rechteckige Vertiefung. Vor der Vertiefung ist ein Schild, auf dem etwas eingraviert ist. Platz der Prinzessin, die vom Tod erwachte. Willst du die Spieldose spielen lassen? Nein. Was ist denn hier mit... Hier um Mitternacht floh? Die kein Wort sprach. Aber wir haben doch eine Meerjungfrau. Ich meine, wir können das mal spielen lassen, aber ich weiß nicht, ob das bringt. Lass uns das später machen. Ich kann das Hotel noch nicht verlassen. Toluca. Café Toluca. Das ist kaputt. Das ist kaputt. Oh fuck. Ganz viel Munition wieder. Ein Wäschewagen, es ist nichts Nützliches da drin. Toilettenpapier, das brauche ich jetzt nicht, hä? Sicher? Ein Pappkarton, es ist nichts drin. Nichts, nichts. Restaurant. Ah, warte mal, hier, von hier sind wir, glaube ich, gekommen, ne?
doch nicht. Hä? Doch, klar sind wir hier. Hä? Warum waren das so komische... Das, weiß ich nicht, war das gerade auch schon so? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass dieser Kamerawinkel da war. So, nach rechts können wir aber wahrscheinlich nicht rein, oder? Doch, können wir rein. Ah, ja. Did I scare you? Yeah, you did. You're here to find Mary, aren't you, James? Well, have you? No. Is that why you're here, too? She's here, isn't she? If you know where she is, tell me. I'm tired of walking. I wish I knew. But she said it in her letter. What letter? Wanna read it? But don't tell Rachel, okay? Who's Rachel? She was our nurse. I took it from her locker. Liebste Laura, ich habe diesen Brief Rachel anvertraut, damit sie ihn dir gibt, wenn ich gegangen bin. Ich bin jetzt weit weg, an einem stillen, wunderschönen Ort. Bitte vergib mir, dass ich mich nicht bei dir verabschiedet habe. Pass auf dich auf, Laura. Sei nicht zu streng zu den Schwestern. Und Laura, was James betrifft, ich weiß, dass du ihn hast, weil du meinst, er wäre nicht nett zu mir gewesen. Oder wäre nicht nett zu mir. Aber gib ihm bitte eine Chance. Es stimmt, dass er manchmal etwas grob ist und nicht oft lacht. Aber im Innern ist er wirklich ein sehr netter Mensch. Laura, ich liebe dich wie meine eigene Tochter. Wenn sich die Dinge anders entwickelt hätten, hätte ich dich gerne adoptiert. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 8. Geburtstag, Laura. Deine Freundin für immer, Mary. Laura, how old are you? I turned 8 last week. So, Mary couldn't have died 3 years ago. Could she really be here? Is this the quiet, beautiful place she was talking about? Me and Mary talked a lot about Silent Hill. She even showed me all her pictures. She really wanted to come back. That's why I'm here. Maybe you'll get it if you see the other letter. The one, Mary. Huh? I must have dropped it. Laura. I gotta find it. Laura! Hier ist ein Klavier. Ich erinnere mich daran, wie gerne Mary Klavier gespielt hat. Sie war nicht besonders gut, aber ich habe ihr trotzdem immer gerne zugehört. Das ist so lange her, noch bevor wir heirateten. Warum denke ich jetzt daran? Keine Ahnung, vielleicht weil da ein Klavier stand? Little Fish. Eine Zeichnung von Laura, eine Katze. Sonst ist hier nichts, ne? Oh nein. Oh nee, warum? Thank you.
Dose mit Verdünner. Ich will dann nicht wieder hoch. Ich will nicht. Okay. So, wir könnten hier noch geradeaus. Oder auch nicht. Gehen wir erstmal hoch, würde ich sagen. Hier waren wir noch gar nicht auf der Ebene. Wenn wir 300 wollen, dann müssen wir noch einen höher. Und zwar hier, aber wir gehen erstmal hier gucken, was hier so ist. Oh mein Gott, ey. Ein Riesengebiet. Ich hoffe, die respawnen nicht, Alter. Hab ich gar keinen Bock drauf. Abgeschlossen. Könnten wir noch das hier? Rot. Aktentasche ist verschlossen, ja, oder sonst, ne? Jetzt nicht mehr. Ah. Ein Schlüssel für einen Schlüssel. 204 müsste das sein, glaube ich. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich kann die im Hörer nichts hören, ob die Telefonleitung vielleicht durchgeschnitten ist. Lass mich raten, jetzt gleich klingelt es bestimmt, wenn ich gehen will, oder? So, das ist für 204. Okay, dann können wir gleich mal gucken. Was haben wir hier? Da ist ein Buch. Es sieht nicht so aus, als hätte es von irgendeinem. Ja. Hier gibt es Touristenbroschüren. Ich bin daran jetzt nicht interessiert. Da ist ein Buch. Könnte nichts Nützliches sein. Gesundheitsdrink. Oh, haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden. Hier gibt es nichts, was besonders nützlich aussieht. Auf dem Schreibtisch liegt ein aufgeschlagenes Buch. Sieht aus wie ein medizinisches Buch. Ich habe schon genug medizinische Bücher gelesen. Keins von ihnen hat mir jetzt genützt. Cool. Aber hier ist doch noch was. Ah, hier. Was? Da ist ein Buch, es sieht nicht so. Ah, okay.
204, wo ist das? 204 ist da oben, das heißt, wir müssen einmal hier lang. Notizbuch. Steht aber nichts Interessantes, aber da ist doch was. Schlüssel zum Mitarbeiteraufzug. Oh. Tuck. Vielleicht Fuck. Nein, weiß ich nicht. Fotos sind über das ganze Bett verstreut. Was ist das? Na, toll. Ein Teil des Fotos wurde mit einem Markierstift übermalt. Kann man halt gar nichts erkennen, ne? Jetzt ist sie offen. So. Cloakroom. Alle. Frage ist, wo ist der Aufzug? Gehen wir erstmal auf die andere Seite, würde ich sagen. Ah, da ist der Mitarbeiteraufzug. Regal ist leer. Hier hängen einige Notizen, aber es steht nichts Interessantes darauf. So, meine Freunde, ich würde sagen, wir werden jetzt aber auch wieder einen Cut machen an der Stelle. Dann werden wir auch im nächsten Part weitermachen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns wieder im nächsten Part von Silent Hill 2. Haut rein.